Es ist eines der größten Rätsel der Kriminalgeschichte. Das Verschwinden der damals dreijährigen Maddie McCann im Jahr 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal. Und dieses Rätsel ist bis heute nicht gelöst. Unser Reporter, Bildreporter Kai Feldhaus, ist diesem Rätsel seit vielen, vielen Jahren auf der Spur. Und er hat eine neue Spur gefunden. Er hat mit dem wichtigsten Zeugen in diesem Fall gesprochen. Und über dieses Interview und wie er dazu gekommen ist, wollen wir heute mit ihm sprechen, damit Sie auch einen Blick hinter die Kulissen dieses Falls und auch des Reporterlebens werfen können. Sie können live Ihre Fragen hier stellen in unserem Chat. Mein Kollege Jan-Philipp Borchardt ist hier an der Seite und wird Ihre Fragen entgegennehmen und an Kai weiterreichen. Kai, bevor wir in dieses Interview gehen, das ja ein weltexklusives Interview war und überall Beachtung gefunden hat, nimm uns doch erst noch mal mit in dieses Jahr 2003. Wie war das damals an diesem Abend? Das war der 3. Mai 2007. 2007, ja. Genau, 3. Mai 2007, ein lauschiger Frühlingsabend in Praia da Luz an der Algarve. Es ist also ein kleines Strandörtchen, wenn man das nicht kennt. Das ist, so, ist bei, gerade bei britischen Mittelklasse-Touristen sehr beliebt. Eine überschaubare Anzahl an Häusern, ein paar Restaurants. Man kann sich da eine ganz nette Zeit machen, sehr schöner Strand. Und in einer dieser Anlagen, dem Ocean Club, der ist so 200 Meter vom Strand entfernt, da hatten sich vier britische Familien mit und ohne Kindern für 2 Wochen eingerichtet. Es war der vorletzte Abend für die Familie McCann, die an diesem Abend, wie auch an vielen anderen Abenden zuvor, in einer Tapas-Bar am Pool der Anlage zu Abend aßen. Sie haben vorher ihre 3 Kinder, Madeline und die beiden Zwillinge Sean und Emily, Madeline damals 3, Sean und Emily 2, in ihrem Apartment ins Bett gebracht, sind dann essen gegangen. Und wie weit war das auseinander, das Restaurant ist, und das Apartment? Es ist räumlich relativ nah beisammen. Es klingt jetzt so, wie sie haben ihre Kinder hingelegt und sind dann essen gegangen. Aber es ist eine Anlage und ich glaube Luftlinie, wenn man über den Pool schaut, dann sind es so 150 Meter ungefähr. Mhm. Sie hatten das Apartment im Blick. Allerdings muss man jetzt im Rückblick sagen, nur die poolseitige Seite des Apartments. Es gab eine abseitige Seite zu einem unbeleuchteten dunklen Parkplatz. Da war auch die eigentliche Tür des Apartments. Und eben das Fenster zu dem Schlafzimmer, in dem die Kinder zu Bett gebracht wurden. Jetzt würde man sagen, das haben wir vielleicht als Eltern auch schon mal gemacht, wenn wir im Urlaub waren, die Kinder frühzeitig ins Bett gebracht. Die waren auch schon 2 Wochen da, sagst du, es war nie was passiert. Hatten sie ein Babyfon dabei? Nein, sie hatten kein Babyfon dabei, sie haben sich abgewechselt. Mhm. Im Nachhinein gibt es ganz viele Dinge, wo man sagen würde, warum haben die das gemacht, warum haben die das nicht anders gemacht? Ich glaube, man muss sich immer mal in die Familie hineinversetzen, die seit 14 Tagen da war und mit verschiedenen Experimenten herausgefunden haben, was gut ist und was nicht. Nehme ich die Kinder abends mit, kommen sie nicht zur Ruhe, finden sie nicht in den Schlaf, hat keiner einen ruhigen Abend und die sind den ganzen Tag launig. Mhm. Es hat ganz gut funktioniert offensichtlich über die Tage. Sie haben sich mit dem Nachsehen abgewechselt, alle halbe Stunde ist ein Erwachsener aufgestanden und hat alle Apartments abgeklappert, um zu gucken, ob die Kinder schlafen, ob es Geräusche gibt, ob irgendjemand aus dem Bett gefallen ist oder vielleicht durch die Bude geistert. Mhm. Und das hat, wie gesagt, ganz gut funktioniert, bis dann irgendwann gegen 22 Uhr Kate McCann an der Reihe war, gucken gegangen ist. Die Mutter. Wo, genau, die Mutter von Maddie nach ihrem Bekunden dann dieses Apartment betreten hat über die Terrassentür. Das war die poolseitige Tür. Mhm. Ihr sei dann einen Windzug entgegengeschlagen und im Schlafzimmer der Kinder habe dann das Fenster, wo es vorher so einen Metallrollladen gab, offen gestanden und von Maddie gab es keine Spur mehr. Aber die Zwillinge waren weiterhin dort. Die Zwillinge waren da und haben offenbar, was auch immer da vorher passiert ist, komplett verschlafen. Gut, 2-jährige Kinder, wer kleine Kinder zu Hause hat, der weiß, dass die auch durchschlafen, wenn man das Haus drumherum abbaut. Das ist jetzt nicht so überraschend. Mhm. Die war noch da, ja. Die lag noch in ihren Babybettchen. Mhm. Wie gesagt, eines der größten Rätsel. Kein Mensch weiß bis heute genau, was dann tatsächlich passiert ist. Es gab immer wieder neue Vermutungen, Anschuldigungen, Pannen bei den Ermittlungen. Zwischenzeitlich gerieten sogar die Eltern von Maddie selbst unter Verdacht. Das ist richtig. Also man muss, glaube ich, im Rückblick konstatieren, dass gerade in diesen kritischen ersten 24, 48 Stunden nach dem Verschwinden des Kindes gravierende Polizeifehler gemacht wurden. Also da sind Heerscharen von Leuten durch dieses Apartment marschiert, weil man zunächst davon ausging, dass Madeline möglicherweise einfach schlafwandelnd abgehauen ist, was im Rückblick völliger Irrsinn ist. Also wenn das Fenster aufsteht und der Rollladen auf ist, das schafft ja ein 3-jähriges Kind nicht, um dann da rauszuklettern. Das wurde offenbar verkannt von der zuerst gerufenen Polizei, die dann rein, raus, alle haben alles angefasst, hin und her geschoben, womit du vermutlich eine etwaige Spurenlage komplett zerstörst. Ja. Und das macht natürlich die Ermittlungen, je länger es dauert,
umso schwieriger. Die Welt ist dann vor allem auch deshalb darauf aufmerksam geworden, weil die Eltern von Maddie eine bis dahin einzigartige Kampagne gestartet haben. Die ganze Weltöffentlichkeit ist sozusagen mitgenommen worden auf die Suche. Richtig, ja. Die haben dann was losgetreten, was sie, glaube ich, sich damals auch nicht ausmalen konnten, was das für eine Lawine wird. Einer aus der Gruppe dieser englischen Familien hatte Kontakt zu einem lokalen Fernsehsender und hat die dann alarmiert, weil sie sehr schnell gesagt haben, wir müssen hier Öffentlichkeit haben. Das Kind ist weg, es muss ja noch irgendwo sein. Und daraufhin sind dann in einer im Rückblick sehr nachrichtenarmen Zeit, Anfang Mai 2007, da war nicht so wahnsinnig viel los, schon in den Tagen danach, Heerscharen von Reportern in diesen kleinen Ort eingeritten und haben jeden Menschen interviewt, der da rumlief. Jeder hat ein Mikro unter die Nase gehalten bekommen und wurde gefragt, was er denn jetzt gesehen hat, was er beitragen kann. Die Polizei, die da ermittelt hat, war ab dem ersten Moment komplett überfordert von dieser Lage, auch von dem medialen Echo. Und ich glaube, dass es dann nur folgerichtig war, wenn auch jetzt kriminalistisch nicht richtig, die Eltern ins Visier zu nehmen. Bei den allermeisten Kriminalfällen dieser Art spielen die Eltern eine irgendwie geartete Rolle. Das heißt, man sollte sie nie ausschließen. Bei den McCanns war es aber dann so, dass wann immer irgendwo irgendwer irgendwas behauptet hat, das sofort als Faktum in die Welt rausgeblasen wurde. Und das hat die Ermittlungen natürlich noch extrem erschwert. Und deswegen wurden sie dann tatsächlich offiziell später zu Beschuldigten erklärt in diesem Fall. Genauso wie ein ebenso unbescholtener Nachbar. Gegen alle wurden die Ermittlungen dann aber irgendwann eingestellt und dieser Status wieder einkassiert. Da war man natürlich völlig irritiert, als da gegen die Eltern ermittelt worden war. Denn sie hatten ja dieses Bild hier, das dann um die Welt gegangen ist, veröffentlicht und wirklich überall publiziert. Dieses Merkmal im rechten Auge von Maddie an der Pupille dort. Also ein Bild, das wirklich um die Welt gegangen ist. Ja, dieses Bild war dann... Ich war damals Korrespondent in London für Bild und es war an Tag 2, wir reden ja vom Verschwinden an einem späten Abend, und an Tag 2 auf dem Titel jeder einzelnen Zeitung war genau dieses Foto mit diesem auffälligen Iris-Merkmal, dieser Verdunklung in dem grünen Auge, sehr deutlich herausgestellt. Und es war eine gigantische Medienlawine. Das hat dann 2-3 Tage gedauert, bis das nach Deutschland geschwappt ist. Hier bei Bild hieß es zunächst, das ist ein Fall in England, der spielt jetzt nicht so eine große Rolle bei uns. Aber als man dann sah, dass auch alle Fernsehsender aufgesprungen sind, dass das ein vermissten Fall ist, der anders gelagert ist, also in diesem Schutzraum Urlaub, den wir alle kennen. Ja. Wir machen da die schönsten 2 Wochen des Jahres, steht jetzt wieder vor der Tür, dass da dann sowas passiert. Dann auch das soziale Umfeld, Akademiker, Eltern, also beides Ärzte, Wunschkinder, also durch künstliche Befruchtung in die Welt gesetzt. Ja. Also auch das soziale Milieu, jetzt keins, wo Kindern Gewalt angetan wird unbedingt. Das war schon anders gelagert. Und das haben dann, glaube ich, einfach auch die Medien weltweit gespürt und berichtet. Und wenn es dann einmal losgeht, dann ist halt auch kein Ende mit Informationen oder Gerüchten oder was auch immer, die immer und immer und immer wieder gekäut werden. Das heißt, es gab auch immer etwas zu berichten dazu. Inzwischen ist jemand anders tatverdächtig. Er sitzt in einem deutschen Gefängnis. Sein Name ist Christian Brückner. Und jetzt schauen wir in das Interview mal rein, das du jetzt geführt hast, und schauen uns an, wie Christian Brückner und vor allem aber eben auch der Zeuge, der einzige Zeuge, Helge B. ins Spiel kommt, also der Mann, mit dem du jetzt kürzlich gesprochen hast. Christian, ich hoffe, dass du davon kommst. Wenn doch, dann wäre es halt sehr traurig. Helge B. ist der einzige Zeuge. Und er ist sich sicher, Christian Brückner hat die kleine Maddie vor 16 Jahren entführt. Schaut man sich die jüngsten Entwicklungen im Fall Maddie McCann an, dann fällt auf, dass alles auf einen Mann hinausläuft. Den Zeugen Helge B. Er ist derjenige, der Scotland Yard und BKA auf die Spur des verdächtigen Christian Brückner gebracht hat. Er ist auch derjenige, der mit seiner Aussage dafür gesorgt hat, dass Christian Brückner heute in Haft sitzt. Mehrere Jahre hat sich dieser Zeuge in Südeuropa versteckt und wollte nicht mit der Presse sprechen. Mir ist es jetzt gelungen, ihn zu überreden, mir ein Interview zu geben. Wie ist dir das gelungen? Das war ein hartes Stück Arbeit und hat auch eine Weile gedauert. Da muss ich ein bisschen ausholen. Als bekannt wurde, wer der Verdächtige ist, also als die Staatsanwaltschaft Braunschweig an die Öffentlichkeit ging und gesagt hat, wir haben hier jemanden, von dem wir sicher sind, dass er die Tat begangen hat. Wir können es aber noch nicht beweisen und bitten die Öffentlichkeit jetzt, uns zu unterstützen. Da haben wir natürlich versucht herauszufinden, wer das ist. Und haben relativ schnell mit den Kollegen vor Ort, die da sehr engagiert und akribisch unterwegs waren, herausgefunden, dass der Verdächtige Christian Brückner kurz zuvor in Braunschweig vor Gericht stand. Und dort wegen der Vergewaltigung einer Amerikanerin in Praia da Luz, in eben diesem Ort, wo Maddie verschwunden ist, zu 7 Jahren Haft verurteilt worden ist. Da gab es ganz
begrenzte Berichterstattung drüber. Da war die Lokalzeitung aus Braunschweig nur vor Ort, weil es hat ja niemand geahnt, was das für eine Dimension hat dahinter. Da wurden aber dann Zeugen erwähnt. Und es ist dann mit Recherchen gelungen, die Namen dieser Zeugen herauszufinden. Die waren dann glücklicherweise in sozialen Medien vertreten und ich habe diesen Zeugen angeschrieben bei Facebook. Aber nimm uns noch mal ein bisschen mit in diesen Reporter- und Recherchealltag. Wie hast du die Namen der Zeugen herausgefunden? Ja, da hat tatsächlich ein Kollege aus Hannover mich extrem unterstützt, der nämlich über Gerichtsakten und Informationen, Anwälte, das sind ja eine ganze Reihe von Leuten beteiligt, mit ein bisschen rumtelefonieren und ein bisschen nachfragen herausbekam, wer waren denn die Leute, die da im Gericht waren und gegen den ausgesagt haben? Was wussten die denn und woher wussten die das? Und da war relativ schnell klar, okay, die haben den in den Knast gebracht, die waren in der kritischen Zeit mit dem befreundet, das müssen die Jungs sein, die die Polizei in die richtige Richtung geschubst haben. Mhm. Und so habe ich dann, man fängt ja dann mit dem großen Netz, man schreibt dann alle Leute an, deren Namen irgendwo auftauchen und sagen, Mensch, kennt ihr den? Wisst ihr was über den? Woher kennt ihr den denn? Bei ganz vielen Leuten kommt nichts zurück. Zeuge Helge B. hat mir dann auch geschrieben, er spricht nicht mit der Presse. Und dann war da erstmal so ein bisschen Stillschweigen, weil der andere Zeuge, Manfred S., der war dann schon ein bisschen freigiebiger. Der hat erzählt und mit dem konnte man sich treffen und so weiter. Es war aber relativ schnell klar, der weiß gar nicht so viel. Der kann gar nicht so viel beisteuern, der war halt auch dabei. Aber an den elementaren Stellen, zu denen wir gleich vielleicht noch kommen, da hat er halt nicht die wichtigen Aussagen gehört, die da getroffen worden sein sollen. Wir schauen mal weiter rein. Helge B., 52 Jahre alt, hat sich noch nie öffentlich geäußert. Seit Jahren schirmt ihn das BKA ab. Bis jetzt. Weltexklusiv trifft Bild den Hauptzeugen im Fall Maddie McCann. Der Ort muss geheim bleiben. Zum allerersten Mal berichtet Helge B. dabei öffentlich, wie er Brückner kennengelernt hat und wie sich Brückner angeblich verraten haben soll. Die Geschichte ist ebenso skurril wie schockierend. Helge B. und Christian Brückner verkehren damals in denselben kleinkriminellen Kreisen. Als Brückner eine Haftstrafe verbüßt, steigt Helge B. in dessen leerstehendes Haus in Portugal ein, stiehlt eine Waffe und eine Videokamera mit Kassetten. Habe ich dann die ersten zwei, drei Videos gesehen und gedacht, so ein Touristenscheiß, habe ich so gedacht. Ne? Ja, bis ich dann auf das Video gestoßen bin von der älteren Dame, ja, die da schwer misshandelt worden ist. Und da, also da muss ich dann... Wusste ich da jetzt gar nicht, was das ist. Ob das jetzt nur so ein Film ist oder so, habe ich erst gedacht, das ist irgendwie ein Film. Und dann hatte ich ja schon mal gehört, dass es solche Snuff-Videos gibt. Das existiert ja auch sowas. Ne? Ganz kurz, was sind Snuff-Videos? Ich glaube, ich kenne mich da nicht zu sehr aus, aber ich glaube, es sind Videos, wo Menschen vor der Kamera Gewalt angetan wird. Mhm. Und das wird dann veröffentlicht, um damit Followerschaft, Geld, was auch immer zu gewinnen. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist das sowas. Ne? Ja, und dann habe ich das geguckt und habe dann nachher gesehen, dass es der Christian ist. Und da war mir dann klar, irgendwie, nee, das ist hier kein Snap-Video. Das ist der Brückner, der da eine Frau vergewaltigt hat, ja. Was war da konkret zu sehen? Ja, wie er die Frau misshandelt hat, also ausgepeitscht hat. Ja. Die Frau hatte da eine Taucherbrille aufgehabt, mit grau angemalt, dass man da nicht durchgucken konnte. Sie war gefesselt. Und mit diesen Informationen also ist er dann zur Polizei gegangen? Jein. Also da muss man schon noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Glaubt man dem Zeugen, dann haben die diese Kamera und diese Kassetten 2008 geklaut. Der Brückner das heißt, saß in Haft. Also er ist auch sozusagen ein... kein unbeschriebenes Blatt. Sagen wir so. Ich war so formuliert. Mhm. Ja, also man muss verstehen, in was für Kreisen wir uns hier bewegen. 2008, deutsche Aussteiger in Portugal, die mit Kleinkriminalität ihr Leben finanzieren. Die haben Solarpaneele geklaut, die haben Diesel geklaut, die haben mit Drogen im kleinen Stil gedealt. Und haben sich damit so ein bisschen Geld verschafft. Mhm. Darüber haben die sich auch alle kennengelernt. Also so Aussteiger aus dem kriminellen Milieu. Es ist, wer noch nie in der Algarve war, finde ich das schwer nachvollziehbar. Wahnsinnig zersiedelt, sehr einsam. Für kleines Geld kann man da ganz gut klarkommen. Also man kann da ganz gut verschwinden, wenn man was zu verbergen hat. Mhm. Und dann lernt man sich natürlich auch kennen in den entsprechenden Kneipen, in den entsprechenden Kreisen. Und hört und liest und erfährt was von anderen Leuten. Und der Zeuge sagt halt, über den Christian Brückner habe man gesagt, das sei ein sehr guter Einbrecher.
Der könne super klettern, der würde jede Tür aufkriegen. Und bei diesem, als er dann, als Brückner in Haft saß, in seine Bude eingestiegen ist, hat er dort angeblich ja dann auch verschiedene Reisepässe und Elektronikartikel und so weiter gefunden, die aus solchen Einbrüchen stammen sollen. Und eben dieses Video, von dem er spricht, wo es um die Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin geht. Und genau wegen dieser Vergewaltigung ist Brückner verurteilt worden und sitzt jetzt im Gefängnis? Auch da, jein. Das ist so ein bisschen verknappt. Es ist noch ein bisschen komplizierter und ich werde mal versuchen, es so wenig kompliziert wie möglich zu erklären. Er und sein Freund Manfred S. haben auf diesen Videos nach ihren Angaben mehrere Vergewaltigungen gesehen. Nach den Beschreibungen müssen es ungefähr 3 gewesen sein. Mit diesen Beschreibungen haben sie sich dann Jahre später, warum das so war, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, an die Polizei gewandt. Die Polizei hat dann geguckt, welche Verbrechen dieser Art in diesem Zeitraum in Praia da Luz sind ungeklärt und sind auf die Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin gestoßen. Bei der Aussage dieser betroffenen Frau stellte man fest, dass sie in Teilen nicht ganz passte. Also war da eine Kamera oder nicht, war der maskiert oder nicht, was für eine Brille hatte der auf oder nicht oder eine Maske. Das war alles nicht so ganz klar, das deckte sich nicht ganz mit den Angaben von Helge B. Dann hat man aber die Asservaten nochmal hervorgekramt und untersucht und auf dem Bettlaken der Frau ein Haar von Christian Brückner gefunden. Und das ist natürlich forensischer Beweis, DNA, da ist es dann relativ einfach. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Vergewaltigung, die dieser Zeuge gesehen haben will, nicht diejenige der 72-jährigen Amerikanerin war, sondern weitere Frauen. Das ist auch ein Grund, warum die Polizei dann 2020 an die Öffentlichkeit gegangen ist mit Bildern der Wohnung, in der das passiert sein soll, weil man sich wohl auch erhofft hat, dass da vielleicht mögliche Opfer noch mal an die Öffentlichkeit gehen oder sich an die Polizei wenden und sagen, hier ich auch. Möglicherweise war ich das. 2020, als die Staatsanwaltschaft auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, die Staatsanwaltschaft Braunschweig, ich kann mich daran erinnern, wir haben damals auch darüber berichtet, da ist ja zum ersten Mal Christian Brückner dann eben auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Maddie McCann genannt worden. Das war eine sensationelle Pressekonferenz damals und da ist auch zum ersten Mal das gesagt worden, was nie einer sagen wollte und schon gar nicht die Eltern. Der Staatsanwalt sagte da, nach ihrem Wissensstand ist Maddie McCann nicht mehr am Leben. Richtig, genau. Man muss sich das so vorstellen. Da war 10, 12 Jahre Schweigen im Walde. Also nachdem die Eltern und der bemitleidenswerte Nachbar nicht mehr verdächtigt wurden, danach wurde niemand mehr verdächtig. Es gab 12 Jahre niemand mehr, gegen den offiziell ermittelt wurde. Da wurde wohl im Hintergrund noch ein bisschen was untersucht und so, aber es niemals mehr hat die Polizei, die Kriminalpolizei in Portugal gesagt, wir haben wieder jemanden im Fokus. Und dann plötzlich aus dem Nichts, zumindest für die Öffentlichkeit aus dem Nichts, kommt die Staatsanwaltschaft in Braunschweig, also bei allen Orten Braunschweig, mit einer Pressekonferenz und sagt, wir glauben, wir haben den. Das war absolut sensationell. Ich habe mich mit dem Fall ab 2007 befasst und ich war echt vor den Kopf gestoßen. Habe gedacht, warum denn jetzt die? Wie kommen die denn jetzt ins Spiel? Und das hat sich dann in den Wochen und Monaten danach so langsam zusammengepuzzelt, warum das so sein kann. Deine Frage, warum sind die so sicher, dass Madeleine tot ist, weiß ich nicht. Weiß niemand außer den beteiligten Ermittlern und der Staatsanwaltschaft. Das sagen sie auch nicht. Sie wären auch schön blöd, das zu erzählen, bevor sie halt Christian Brückner anklagen, weil sie damit natürlich Täterwissen preisgeben. Aber wann immer ich mit einem der Beteiligten gesprochen habe, seit 2020, bleiben die Felsen fest dabei. Wir sind sicher, wir haben den richtigen Mann. Und wir sind auch sicher, dass Madeleine McCann nicht mehr am Leben ist. Außerdem sind wir sicher, dass die Eltern, was ja auch häufig kolportiert wurde, nichts damit zu tun haben. Warum sie sicher sind, das weiß ich nicht. Das ist ja das, was man sich gefragt hat. Wenn die 2020 so an die Öffentlichkeit gehen, wissend ja, dass die ganze Welt zuschaut, dies ist einer der berühmtesten Kriminalfälle überhaupt. Wie kann es dann sein, dass wir, jetzt sind wir 2023, der Mann immer noch nicht vor Gericht steht wegen dieses Verdachts oder dieser Anschuldigung? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, die Staatsanwaltschaft ist nicht an die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, das ist der Mann, sondern die Staatsanwaltschaft ist in die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, wir haben jemanden, über den wir mehr wissen möchten. Wer kennt dieses Auto und dieses Auto und dieses Haus und dieses Haus? Die haben nicht gesagt, wen sie da haben. Die haben nur gesagt, wir suchen Zeugen, die uns was über die Autos sagen können. Wo waren die im Tatzeitraum? Wer war mal in diesen Häusern?
Klammer auf, wer war möglicherweise auf diesen Videos zu sehen, auf denen Frauen vergewaltigt wurden, Klammer zu. Das war das Ersinnen, das Ansehen der Staatsanwaltschaft. Dass dann sämtliche Medien weltweit natürlich weiter recherchieren und rausfinden wollen, wer ist denn der Typ? Das liegt ja auf der Hand. Das heißt am Ende, dass die das öffentlich wurde, wer denn dieser Mensch ist, das war dann die Arbeit der Medien. Damit ist die Staatsanwaltschaft nicht nach vorne gegangen. Warum ist er noch nicht angeklagt? Da gibt es mehrere Gründe. Dass die Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit gegangen ist, liegt maßgeblich daran, dass sie nicht genug Beweise hatten, um ihn anzuklagen. Deswegen haben sie sich gedacht, okay, jetzt müssen wir mit dem großen Netz fischen und alle fragen. Dann müssen sie ihn noch nicht anklagen, er sitzt ja in Haft. Er hat ja 7 Jahre Haft kassiert. Das heißt, sie wissen noch eine ganze Weile, bis, ich glaube, Mitte 25 ungefähr, wo der ist. Wenn sie seiner habhaft werden wollen, müssen sie nur in JVA Oldenburg fahren. Das heißt, sie haben alle Zeit der Welt, diese Anklage gründlich vorzubereiten. Man muss wissen, klage ich jeden Mal jemanden wegen eines Verbrechens an und er wird freigesprochen, kann ich ihn dafür nie wieder anklagen. Ja. Das heißt, ich sollte besser sehr sicher sein, dass ich den verknackt bekomme. So eine Mixtur aus diesen drei Faktoren. Erstens, sie hatten noch nicht genug. Zweitens, sie haben sehr viel Zeit. Und drittens, sie wollen ganz sicher sein. Ja. Ist der maßgebliche Faktor, warum Brückner dafür noch nicht vor Gericht gestellt wurde. Dann schauen wir noch mal weiter, was der Zeuge gesagt hat, Helge B., mit dem du exklusiv gesprochen hast. Entscheidet, nicht zur Polizei zu gehen. Er will sich nicht selbst belasten, meidet aber Brückner ab diesem Moment. Erst ein Jahr später treffen die Männer erneut aufeinander, zufällig auf einem Musikfestival. Ja, und dann hat der Brückner mich dann irgendwann mal gefragt, ja, fährst du nicht mehr nach Portugal und machst da Business? Sag ich, nee, seit das Mädchen da verschwunden ist, fahre ich nicht mehr nach Portugal, weil da sind einfach zu viele Polizeikontrollen und das braucht man ja nun gar nicht, ne, irgendwie, ne. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich sowieso nicht, wie die Kleine da so spurlos verschwinden kann, ja. Irgendwie sind wir dann auf die gekommen, auf Maddie, ja. Und daraufhin hat der Christian da einen rausgemacht. Er hat ja auch schon 2, 3 Bier getrunken. Das will ich jetzt nicht für ihn als Entschuldigung gelten lassen. Ja. Aber daraufhin hat er dann gesagt, ja, die hat ja nicht geschrien. Und ich habe das aber in dem Augenblick gecheckt, was er da gesagt hat. Ja. Ich war bei klarem Sinn und Verstand, was er da gesagt hat. Ja. Jetzt kenne ich seine Vorgeschichte. Ja. Was ich auf den Videos gesehen habe. Und dann haut der hier so einen raus, wo mir dann ganz elend war, ja. Wo mir dann echt richtig elend war, ja. Also, das ist der entscheidende Satz, der Schlüsselsatz in diesem Interview, das du geführt hast. Das ist der Schlüsselsatz in dem Interview und es ist der Schlüsselsatz, er ist die Erklärung dafür, dass Christian Brückner überhaupt ins Visier der deutschen Ermittler geraten ist. Ohne diese Aussage wäre das wahrscheinlich niemals passiert. Da wäre eine interessante Frage aus dem Chat. Ja, sehr gern. Weil wir sind jetzt in dem Interview an dem Punkt angekommen, er redet das allererste Mal darüber mit dir, darüber, was Christian Brückner mit ihm geteilt hat oder meint, mit ihm geteilt zu haben. Und eine Frage, die nicht nur gerade im Chat gestellt wurde, sondern die auch unter dem Video immer wieder, also unter dem YouTube-Video, was man sich auch gerne im Nachgang nochmal bei uns angucken kann, immer wieder gestellt wurde, wie glaubwürdig ist er? Wo kommt er auf einmal her? Und wie war es auch für dich in dem Moment, als er angefangen hat, darüber mit dir zu reden? Also wo kommt er auf einmal her? Kann man relativ einfach beantworten, der war immer da, nur nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt, für den gemeinen Leser, Nutzer, Konsumenten, der das alles verfolgt, der bekommt den nicht mit, weil er halt nicht öffentlich gesprochen hat. Der war halt in keiner Zeitung. Deswegen wirkt das so, als ploppte der jetzt auf. Aber nein, der war halt permanent Gegenstand der Ermittlungen. Wahrscheinlich sogar der wichtigste Gegenstand, bis zu einem gewissen Grad, weil er dann aus der Öffentlichkeit entfernt wurde quasi. Also der wurde woanders untergebracht, das BKA hat sich um den gekümmert, damit er nicht in der Öffentlichkeit auftaucht und die Medien ihm nicht nachstellen. Wie glaubwürdig ist er? Das ist schwer zu sagen. Wenn ich jetzt sage, aus dem Bauch raus, der macht auf mich einen sehr glaubwürdigen Eindruck, dann hilft das ja niemandem hier. Und natürlich reden wir hier von Menschen mit kleinkriminellem Hintergrund, die seit 20, 30 Jahren Aussteiger, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, hier mal leben, da ein bisschen arbeiten, hier vielleicht ein bisschen dealen. Das ist schwer zu sagen. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Videos, die er beschreibt, Ermittlungen ausgelöst haben, die dazu geführt haben, dass man ein Haar von Christian Brückner
auf dem Bettlaken der vergewaltigten Frau gefunden hat. Mhm. Und wenn man jetzt nicht großer Anhänger von immensen Verschwörungstheorien ist, dass dieses Haar da irgendwie hingepflanzt worden sein kann, um einen Sündenbock zu überführen. Wo soll denn dieses Haar herkommen? Also hat man ja nicht in der Tasche oder man fährt ja nicht in den Knast nach Kiel, wo er damals saß und holt sich ein Haar. Also das ist Bullshit. Diese Aussage hat dazu geführt, forensische Beweise zu finden, die die Vergewaltigung vor Gericht, vor einem deutschen Gericht aufgeklärt haben. So glaubwürdig ist der Zeuge. Also auf jeden Fall ein Schlüsselzeuge dann in diesem Fall. Und wenn wir jetzt wieder auf diese aktuelle Aussage zurückkommen, die hat ja nicht geschrien. Du warst gerade dabei zu erklären, welche Bedeutung das jetzt hat. Wir haben uns ja alle immer gefragt, die sich mit diesem Fall sehr lange schon beschäftigen, wie ist denn der Brückner ins Visier der Polizei geraten? Wie kann das denn sein? Und dann kristallisierte sich heraus aus verschiedenen Hintergrundgesprächen und Gerüchten und mit anderen Zeugen und so weiter, dass es da wohl ein Treffen und einen Dialog gegeben haben muss auf einem Musikfestival in 2008, von dem Helge B. gerade erzählt hat, bei dem ein Satz gefallen sein soll, der inkriminiert ist, der nicht unbedingt ein Geständnis ist, aber eher wie etwas klingt, da hat sich jemand verplappert. Mhm. Was aber dieser Satz war, das wussten wir ja alle ganz lange nicht. Das hat er ja jetzt quasi zum ersten Mal offiziell erzählt und enthüllt, wie dieser Satz so ging. Ich habe dann, das ist natürlich jetzt im Video etwas verknappt, wir haben ja viel länger geredet, das wird dann am Ende noch so ein bisschen modifiziert, damit es nicht so langweilig wird. Ich habe dann noch ein paar Mal nachgefragt. Ich habe dann gesagt, so, okay, dieser Satz, der kann ja auch missverständlich sein. Wenn wir beide jetzt darüber plaudern, Mensch, was kann denn damals passiert sein? Und du sagst, es ist ja verrückt, dass so ein Kind einfach verschwindet. Und ich, der nachweislich nicht an diesem Ort war, sagt dann, naja, vielleicht hat sie nicht geschrien. Dann ist das ja keine Selbstbelastung. Mhm. Die Antwort ist, er hat aber nicht vielleicht gesagt. Er hat gesagt, sie hat nicht geschrien. Punkt. Würde also bedeuten, im Umkehrschluss, er war dort. Danach schildert er ja noch, da kommen wir gleich zu, oder wenn er es schon getan hat, ich weiß es nicht genau, dass er sagt, ich habe gemerkt, was der da gesagt hat. Und der hat gemerkt, dass ich gemerkt habe, was der da gesagt hat. Mhm. Und dann hat er, wenn der Zeuge recht hat, wenn es stimmt, was er angibt, ist nämlich noch etwas passiert. In dieser Nacht auf dem Musikfestival, tausende von Leute, Zelte, Wohnmobile, alle vielleicht ein bisschen angetrunken oder ein bisschen druff, ist Christian Brückner nach seinen Aussagen verschwunden. Mhm. Der war gerade angekommen am Abend und ist mitten in der Nacht wieder abgehauen mit seinem Wohnmobil, mhm, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das, sagt der Zeuge, haben ihn dann extrem misstrauisch gestimmt, dass er da vielleicht wirklich was gehört haben könnte, was belastend war. Und seit wann weiß die Staatsanwaltschaft in Braunschweig von dieser Aussage? Ich glaube, da kommen wir gleich im Video noch zu, in diesem Video-Interview. Ja, schauen wir erstmal weiter rein. Zum ersten Mal spricht er öffentlich über dieses Erlebnis. Der eine Satz wird ihn sein Leben lang begleiten. Hier ist das Problem mit normalen Kissen. Oh. In jeder Ruheposition kommt es rein. Ist die kostenlos, die Werbung? Mit die hat ja nicht geschrien. Helge B. behauptet, er habe daraufhin die Polizei informiert. Und das viel früher als bisher bekannt. So, ich habe 2008 Scotland Yard angerufen in England unter der Hotline Maddie McCann. Und man hat meine Personalien damals aufgenommen, ja, meine Telefonnummer, und ich habe gesagt, ja, dass ich da jemanden kenne, der da wohl mit was zu tun hat, ja. Und habe dem Scotland Yard auch den Namen gegeben von diesem Herrn, ja. Aber da ist halt nichts passiert. 2008 hat er, sagt er, Scotland Yard angerufen. Und die haben einfach nichts gemacht. Wenn das stimmt, ist es ein handfester Skandal. Also wenn es stimmt, was ich nicht nachprüfen kann, weil Scotland Yard mir das nicht sagt. Mhm. Meine liebe Kollegin Monica Kennedy in London hat versucht, das rauszufinden. Die äußern sich nicht dazu. Das hat natürlich gerade, diese Aussage hat natürlich gerade in Großbritannien, Herkunftsland, der man kennt, hat natürlich wahnsinniges Aufsehen erregt. Es sind ja dann, wenn das denn stimmt, das muss man immer in Abrede stellen, wenn es stimmt, dass er 2008 Scotland Yard angerufen hat, dann sind weitere 9 Jahre vergangen, bis er nochmals Scotland Yard anrief und die daraufhin tätig wurden. In diesen 9 Jahren ist nicht nur der Fall Maddie McCann nicht aufgeklärt worden, in diesen 9 Jahren hat auch der Verdächtige Christian Brückner weitere Straftaten begangen, die dann möglicherweise, hätte man zeitig ermittelt, wenn das denn stimmt, verhindert hätten werden können, weil er dann viel früher im Visier der Polizei gewesen wäre. Ja. Nochmal, immer noch vorsichtig, wenn diese Aussage stimmt. Mhm. Es ist ja
Also einer der Gründe... Warum zweifelst du daran, ob diese Aussage stimmt? Einer der Gründe, warum der Zeuge jetzt an die Öffentlichkeit wollte und jetzt endlich mit mir reden wollte, nachdem wir seit 2 Jahren, also entre nous, Nachrichten ausgetauscht haben und er immer gesagt hat, ich will nicht in die Öffentlichkeit, ich will nicht, ist, dass er sagt, es wird so viel Mist über mich erzählt, es wird sind so viele Gerüchte und ich kann mich nicht verteidigen. Eines dieser Gerüchte besagt, er habe sich 2017 an die Polizei gewandt, weil er selbst im Knast saß und weil er sich Vorteile davon versprochen hat. Mhm. Weil er gedacht hat, wenn ich jetzt die Polizei auf diese Spur bringe, dann komme ich A aus dem Knast und kann B eine riesige Belohnung abgreifen. Ich glaube, bis zu 1 Million Pfund sind ausgesetzt. Er sagt dazu, ganz explizit, A, ich habe 2008 schon die Polizei informiert. B, ja, ich saß 2017 in Haft, aber ich war schon aus dem Knast raus, als ich die Polizei informiert habe. Und C, ich habe nie einen einzigen Cent gesehen. Sollte ich jemals diese Belohnung bekommen, können Sie die gerne behalten und spenden. Und darauf kann man ihn natürlich festnageln, hat es jetzt öffentlich gesagt. Mhm. Kann man bei Scotland Yard nicht herausfinden, ob es diesen Anruf tatsächlich gegeben hat? Hast du eine Telefonnummer, die du vielleicht... wir haben es versucht. Sowas muss ja irgendwie, so ein Anruf, der wird ja, darf ja nicht nach 24 Stunden wieder gelöscht werden. Eigentlich muss ja aufgezeichnet sein. Vermutlich nicht. Aber also sie sagen uns das nicht. Mhm. Sie sagen es auch den englischen Kollegen nicht, die da vielleicht noch bessere Drähte haben als wir. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass wir sind ja immer noch im Nachhall dieser Tat. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viele Anrufe eingegangen sind von sehr, sehr vielen Menschen, die sehr, sehr viel krude Sachen behaupten und gesehen haben wollen. Hm. Ich sehe das ja, und ich bin nicht halb so nah dran wie diese Ermittler, aber an meinem Postfach. Mir schreiben ja auch ständig Leute, dass sie möglicherweise was gesehen haben mit einer Wildtierkamera, mit einem Hellseher, mit keine Ahnung, wer sich da alles schon eingemischt schreiben hat. Schreiben dir Leute? Absolut. Weil sie wissen, dass du in diesem Fall so befasst bist. Weil sie meinen Namen irgendwo an so Geschichten lesen und sagen, Mensch, ich bin eine hervorragende Gesichtsleserin, wollen Sie mich nicht mal einladen, damit ich mal, keine Ahnung, mein Gesicht... Also und antwortest du dann, oder? Ich habe sehr lange versucht, alle E-Mails zu beantworten und habe irgendwann damit aufgehört. Weil ich dann auch sehe, dass Leute, die mir schreiben, quasi dann meine Antwort wiederverwenden, wenn sie andere Leute anschauen, so guck mal, der hat auch reagiert. Hm. In diesem Fall ist übrigens auch die Staatsanwaltschaft getappt. Der erste Staatsanwalt in Braunschweig, Hans-Christian Wolters, ein ganz integrer Mann, der wirklich versucht, alle Spuren vernünftig zu verteilen und denen nachzugehen, hat einem Hellseher, der ihm geschrieben hat, der gesagt hat, ich habe gependelt, wo das Kind liegt, suchen Sie mal an den Koordinaten. Dem hat er geantwortet, hat gesagt, vielen Dank für den Hinweis, ich gebe den weiter. Mhm. Es könnte eine vorgefertigte Antwort sein, aber der ist einfach so nett, dass er allen Leuten antwortet. Dieser Hellseher hat dann 1000 Medien angeschrieben und gesagt, schaut mal hier, ich kooperiere mit der Staatsanwaltschaft. Mhm. Daraus hat die Zeit dann eine Seite gemacht, auf der steht, die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist so dermaßen hilflos, dass sie jetzt schon Hellseher beschäftigen. Okay. Da muss man auch vorsichtig sein, wem man da seine Zeit und widmet in so einem Fall. Wir schauen nochmal weiter. Es ruckelt immer in der ersten Sekunde so, aber geht dann immer sofort weg. Ist nichts passiert. Hat mich nie zurückgerufen und man hat auch nie den Herrn Brückner daraufhin festgenommen. Also Scotland Yard hat nicht zurückgerufen. Und ich habe dann das einfach erstmal sacken lassen, weil ich gedacht habe, naja, die werden sich schon drum kümmern, aber passiert ist am Ende da gar nichts. 2008 also will Helge B. die Polizei zum ersten Mal informiert haben. Sollte Scotland Yard tatsächlich 10 Jahre früher eine Spur zu Brückler gehabt haben, ohne ihr nachzugehen? Erst 2017, beinahe 10 Jahre später, wendet sich Helge B. erneut an die Polizei. Also diese Kontaktaufnahme kam nach meiner Entlassung in Lamia, habe ich dann gewohnt. Das ist auf dem griechischen Festland, dort habe ich dann gewohnt. Und diese Kontaktaufnahme kam dann, als ich gehört habe von dem 10-jährigen Jubiläum. Ich habe das auf YouTube geguckt, ist ja eigentlich ein trauriges Jubiläum, aber... Das war dann halt das 10-jährige Jubiläum, was mir dann wieder das in den Kopf gebracht hat. Also damals mein Anruf bei Scotland Yard 2008 hat da eigentlich gar nichts genutzt. Ja. Und ich war aber schon entlassen und habe dann von Griechenland aus das Scotland Yard kontaktiert. Nochmals, ja. Doch dieses Mal geht Scotland Yard dem Hinweis nach. Es kommt zu einem Treffen, zu Ermittlungen und schließlich zum Prozess. Helge B. ist Zeuge. Aufgrund seiner Aussage wird Christian Brückner zu 7 Jahren Haft verurteilt. Für Helge B. der Beginn eines ganz persönlichen Dramas.
Also ich habe nicht damit gerechnet, welche Dimensionen das überhaupt annimmt. Das war mir eigentlich nicht so klar. Und ich glaube, ich würde es heute nicht noch einmal machen. Ich würde das heute, wenn ich sowas, glaube ich, wüsste, ich würde es nicht noch einmal machen. Weil es hat ja mein Leben auch ruiniert, ja. Ich war eigentlich da, wo ich war, sehr glücklich gewesen. Ich hatte meine Arbeit, ich hatte keine Sorgen. Zumindest finanziell nicht. Und das war dann auf einmal alles weg. Ja. Wie ist das, warum war das plötzlich auf einmal alles weg? Ja, weil halt irgendwelche Leute bei mir vor der Tür gestanden haben. Weil Leute bei mir auf der Arbeit waren. Und es wusste ja keiner auf der Arbeit. Nachher haben das dann meine Nachbarn mitbekommen. Die dann natürlich auch nicht gut auf mich zu sprechen sind. Ja. Was, wieso kennt derjenige so einen Typen? Ja. Ja, das frage ich mich dann heute manchmal auch noch. Ja. Ändern kann ich das jetzt nun mal nicht mehr. Das heißt, da hat sie ihre Vergangenheit eingeholt? Ja, der größte Fehler meines Lebens, ja. Der größte Fehler, Entschuldigung. Der größte Fehler meines Lebens, dass ich halt diese Videos mitgenommen habe. Am liebsten hätte ich mir gewünscht, ich hätte davon nichts gewusst, ja. Auf der anderen Seite haben Sie damit möglicherweise, wer weiß es, ist noch nicht ganz absehbar, aber möglicherweise zur Auflösung eines der spektakulärsten Kriminalfälle der Welt beigetragen. Also Sie sind derjenige, der es ausgelöst hat. Ja, stolz bin ich nicht drauf. Nee. Selbst wenn es mal zu einer Verurteilung kommen sollte. Stolz bin ich nicht drauf. Ja, da fragt man sich natürlich, und ich glaube, es haben sich auch einige im Chat gefragt, warum hat das sein Leben zerstört, warum ist er nicht stolz darauf und so weiter. Richtig, also klar im Chat und auch unter dem Video erfuhr er viel Zustimmung, also dafür, dass er ja auch sehr mit sich selber gekämpft hat, sieht man ja auch sehr, sehr, sehr gut im Video, kam auch die Frage, warum er nicht von sich sagen kann, dass er stolz auf sich ist. Das ist mir auch nicht ganz ersichtlich. Also ich glaube, dass Stolz der falsche Begriff ist. Also ich glaube, im Nachhinein hätte er lieber sein unauffälliges Leben behalten, als jetzt so sehr im Fokus zu sein. Er sagt ja auch, er sei jetzt im Grunde seit Jahren auf der Flucht. Das klingt ein bisschen dramatischer, als es vielleicht in Wahrheit ist. Aber richtig ist, er hat ein wohlbehütetes, entspanntes Leben auf Korsika gehabt, mit Arbeit und einer Wohnung. Und da standen dann plötzlich Kollegen aus England vor der Tür. Das sind die Leute, die bei ihm auf der Arbeit aufgetaucht sind. Die haben ihn dann abgeschossen, also klassisch ein Foto von ihm gemacht, ohne dass er es gemerkt hat oder es wollte. Achso, Kollegen, also jetzt Journalisten. Journalisten aus England, genau, von englischen Boulevardmedien, haben ihn abgeschossen und haben dann sein Foto auf Seite 1 gezeigt und haben halt ihm, er sagt, Worte in den Mund gelegt. Er sagt, er hätte gar nichts gesagt, aber die Kollegen wollen dann auch ein bisschen was gehört haben, im Sinne von, ich sag nur ein Wort, schuldig, so ungefähr. Mhm. Und daraus sagt er, jetzt habe sich dann quasi eine Spirale entsponnen, indem das BKA gesagt hat, du musst jetzt da weg. Jetzt wissen alle, wo du bist. Und dann stehen morgen auch die Fernsehsender da und wir brauchen dich aber für diese Aussage. Deswegen komm mal da weg, wir bringen dich woanders unter. Und daraus, sagt er, sei dann eine Odyssee entstanden, die ihn durch verschiedene europäische Länder geführt hat. Man habe ihn da immer vertröstet und gesagt, halt mal die Füße still, in 3 Monaten geht das los mit dem Gerichtsverfahren und dann kannst du auch wieder zurück in dein Leben. Und dann nochmal 3 Monate und nochmal 3 Monate und dann war es ein Jahr und dann war es nochmal ein halbes Jahr. Und man muss ja sagen, da hat er nicht ganz Unrecht, diese Ermittlungen schleppen sich halt unendlich hin. Mhm. Gerade gestern gab es wieder eine Entscheidung des Landgerichts Braunschweig, dass eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft abgelehnt wurde, weil das Landgericht Braunschweig zuvor gesagt hatte, es sei nicht zuständig. Es ist juristisch wahnsinnig kompliziert und es ist wirklich wie ein Schachspiel, das da jetzt so hinter den Kulissen läuft. Aber darüber hat er jetzt auch so ein bisschen die Nerven verloren, glaube ich. Er sagt, ich möchte jetzt mein Leben zurück und ich bin nicht stolz darauf. Ich glaube, dass er durchaus sehr, sehr stolz sein darf, auch wenn diese Aussage zur Verurteilung des Täters führt am Ende des Tages. Und dann wird er auch ein bisschen stolz sein. Aber ich glaube, was er damit sagen will, ist,
ich hätte lieber mein beschauliches kleines Leben weitergeführt. Also er wurde nicht jetzt irgendwie bedroht wie jemand, der irgendwie gegen Clans aussagt oder so und da um sein Leben fürchten muss. Aber trotzdem war es ja wie eine Art sozusagen Zeugenschutzprogramm, wenn das BKA sich darum gekümmert hat, dass er in Ruhe gelassen wird. Das haben die Kollegen in England auch geschrieben. Police Protection, das ist natürlich Quatsch. Also es ist nicht so, dass ihm irgendwer gedroht hat oder dass Gefahr bestand, dass ihm was zustößt. Es ging eher darum, dass er halt nicht mehr vor die Kamera gezerrt wird und ihm Zitate in den Mund gelegt werden, weil man ihn ja möglicherweise dann noch mal braucht vor Gericht. Mhm. Das ist jetzt möglicherweise im Rahmen der Ermittlungen der letzten Jahre so ein bisschen abgeschwächt. Das ist jetzt, vielleicht nicht mehr, also er ist derjenige, der alles losgetreten hat, in dem Sinne der wichtigste Zeuge, aber vielleicht gibt es am Ende, davon gehe ich mal ganz fest aus, einfach noch andere Dinge, von denen wir nicht wissen, die möglicherweise zu einer Verurteilung führen können am Ende des Tages. Ja. Das heißt, es war einzig die mediale Aufmerksamkeit, die dazu geführt hat, dass er meint, sein Leben verloren zu haben oder meint, dass sein Leben dadurch aus den Fugen geraten ist und er versucht es jetzt dadurch wieder zurückzuerlangen, um sich quasi seine Seele frei reinzureden. Korrekt. Also die mediale Aufmerksamkeit, vor der er sich gefürchtet hat, die ist einmal kurz losgebrochen und da war klar, wo er ist und die wäre auch noch viel größer geworden. Aber dadurch, dass er dann Korsika verlassen hat, hat er sich halt aus dieser medialen Aufmerksamkeit herausgenommen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox. Warum geht denn der Typ in die Medien, wenn er die mediale Aufmerksamkeit scheut? Das muss man, glaube ich, in dem Sinne erklären, dass in den Jahren danach über ihn halt wahnsinnig viel Unfug geschrieben worden ist und er halt keine Möglichkeit hatte, dem gerecht zu werden oder das gerade zu rücken. Und dass er deswegen jetzt entschieden hat, nachdem wir jetzt wirklich sehr lange hin und her geredet haben, ich muss jetzt mal was sagen, die Leute halten mich halt für einen Gangster und für einen Idioten und für einen Aufschneider. Mhm. Ich möchte mich jetzt mal selbst dazu äußern. Mhm. Und seitdem ist er aber auch wieder abgetaucht. Jetzt hast du vorhin gesagt, wer weiß, wie wichtig diese Aussage am Ende tatsächlich noch sein wird, was die Staatsanwaltschaft tatsächlich schon an anderen Beweisen hat. Vielleicht können wir dazu sagen, auch weil wir ja so ein bisschen auch die Arbeit hinter den Kulissen zeigen wollen, dass du auch mit der Staatsanwaltschaft vorher telefoniert hast, um zu fragen, ob es die Ermittlungen in diesem so wichtigen Fall behindern würde, wenn du mit diesem Interview an die Öffentlichkeit gehst. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber was ich natürlich um jeden Preis vermeiden will, ist irgendwelche Ermittlungen gefährden. Mhm. Und wenn dann sowas im Raum steht, dass ein wichtiger Belastungszeuge vorab ins Licht der Öffentlichkeit tritt, bevor es zu einem Prozess kommt, dann hat natürlich eine Verteidigung vergleichsweise leichtes Spiel. Zu sagen, sind Sie wirklich ein wichtiger Zeuge oder wollen Sie einfach mediale Aufmerksamkeit? Wollten Sie gerne mal berühmt werden und so weiter? Mhm. Und man kann ihn dann auch damit konfrontieren, was er vor Gericht gesagt hat, was er bei der Polizei sagt, was er vor der Kamera sagt. Mhm. Und ich würde einen Teufel tun und solche Ermittlungen gefährden für einen Scoop, ohne mich vorher zumindest vorsichtig rückzuversichern, besteht da die Gefahr, dass da irgendwas zusammenbricht. Ja. Und also uns sehr ins Detail zu gehen, dem ist offenbar nicht so. Mhm. Ja, große Verantwortung. Wir hören mal weiter rein. Christian Brückner hat die kleine Maddie entführt. Also das ist jetzt meine Theorie. Meine. Ich kann das ja dem Christian jetzt nicht unterstellen. Er ist ja in der Hinsicht noch unschuldig. Meine Theorie ist, dass er einen Einbruch vorhatte und das halt irgendwie schief gegangen ist und er die Kinder halt im Apartment gefunden hat und dass er halt Maddie mitgenommen hat. Das ist meine Theorie. Das war wahrscheinlich gar nicht geplant. Davon gehe ich mal stark aus, dass es nicht geplant war. Es war halt ein Zufall. Sie kannten ihn ja. Sie haben dann diese Videos gesehen. Trauen Sie ihm so eine Tat zu, so eine Zufallstat? Ja, also so eine Tat würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen, was ich alles über ihn weiß, ja, kann ich ihm so eine Tat auch zutrauen, ja. Für Helge B. Also er sagt, er traut ihm das zu und er glaubt, dass das vielleicht einfach gar nicht geplant war. Wenn wir uns jetzt nochmal in diese Situation reinversetzen, du hast es vorhin beschrieben, die sind da als Kleinkriminelle unterwegs, versuchen irgendwie Kohle zu machen durch Diebstähle oder sonst was.
Und jetzt ist er in dieser Situation, findet irgendwie nichts Wertvolles vielleicht da in diesem Zimmer und kommt dann, sieht dann dieses Mädchen. Wäre ja eine Theorie dann auch, dass man eine Entführung plant, um anschließend Geld zu erpressen. Gab es jemals Geldforderungen Nein. überhaupt? Nein, also alles, was Motive angeht und Planung und was wollte der eigentlich, wenn es denn war, und was, das ist ja alles hochspekulativ. Definitiv gab es niemals Lösegeldforderungen. Es war niemals hat jemand dieses Kind entführt, um da Geld rauszuschlagen. Mhm. Also die Gründe sind unklar, liegen aber auf der Hand, wenn man so ein Kind verschleppt. Ja, aber es hat sich jemand an die Eltern gewandt. Was auch darauf hindeutet, dass das keine geplante Entführung im Entführungssinne war, im Sinne von Geiselnahme, sondern also entweder ist tatsächlich jemand über dieses Kind gestolpert und dachte, oh, die Gelegenheit nutze ich mal. Oder aber er ist beauftragt worden im Sinne von, keine Ahnung, pädophile Kinderhändler. All diese Theorien sind ja auf dem Tisch. Aber es gab niemals, nie eine Lösegeldforderung. An die Öffentlichkeit wendet er sich nun, weil er sein Leben zurückhaben möchte. Von einer Belohnung will er nichts wissen. Geld will er nie genommen haben. Nochmal einmal auf Ihr Gefühlsleben zurückkommen, dann sind wir auch fast fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, der wichtigste Zeuge in einem der bekanntesten Kriminalfälle der Welt zu sein. Wie fühlt sich das an? Schlecht. Also ich fühle mich nicht gut. Ne? Mir geht's nicht gut. Ne? Es hat meine Gesundheit beeinträchtigt. Ich habe zugenommen. Ich habe mal meine Phasen, wo ich am Durchdrehen bin. Ja. Ich habe Phasen, wo ich nächtelang nicht schlafe. Also es ist kein schönes Gefühl. Ne? Ich glaube, mit mir möchte da auch wohl keiner tauschen. Und immer so eine Art auf der Flucht zu sein, das ist richtig. Kein richtiges Zuhause. Immer auf alles aufpassen, wem man was sagt, wem man was erzählt. Ja, also. Haben Sie Freunde, Familie? Also Freunde habe ich keine mehr. Ne? Nee. Freunde habe ich jetzt keine mehr. Ne? Bekannte. Aber Freunde, wahre Freunde habe ich nicht mehr. Ne? Mein letzter Freund ist im Oktober gestorben. Auf Korsika, und ich durfte nicht mal zur Beerdigung. Also so traurig sieht mein Leben aus, ja. Am Ende des Interviews hat Helge B. noch ein Anliegen. Er möchte sich direkt an den Verdächtigen wenden. Christian, ich hoffe, dass du nicht mit dieser ganzen Geschichte einfach so davonkommst. Wenn doch, dann wäre es halt sehr traurig. Und glaub nicht, dass du denkst, dass ich die Videos nicht gesehen habe. Du leugnest es, dass es diese Videos nicht gibt, aber diese Videos hat es gegeben und ich habe sie gesehen. Und das kannst du mir glauben. Ja, also dieses Interview, das um die Welt gegangen ist, hast du danach mit ihm nochmal Kontakt gehabt, nachdem er jetzt ja auch sicherlich mitbekommen hat, welches Echo das ausgelöst hat? Ja, ganz sporadisch. Wir haben uns einmal kurz ausgetauscht, aber das war ja nie so leicht, das bleibt auch nicht so leicht. Also das, die Kanäle sind da, versiegen immer sehr schnell, aber wir haben uns einmal kurz ausgetauscht. Ich bin immer ganz froh, wenn die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mir hinterher sagen, okay, das ist gut gelaufen, damit bin ich zufrieden. Mhm. Das finde ich immer ganz gut, das ist immer ganz beruhigend, dass niemand das Gefühl hat, er wäre jetzt in die Pfanne gehauen worden. Das ist es, aber ich weiß auch nicht, wo er ist. Also ich weiß nicht, wo er jetzt abgeblieben ist und was er jetzt macht. Mhm. Welche Spuren gibt es sonst noch, von denen man, die noch irgendwo verfolgt werden, von denen man irgendwas weiß? Auf welcher Spur bist du noch? Es gibt noch eine ganze Reihe von Leuten, die möglicherweise was beitragen können, um den Charakter des Verdächtigen noch so ein bisschen zu erhellen, die ihm zwischendurch begegnet sind. Aber viele sind da jetzt nicht mehr übrig. Die große Frage, die sich ja stellt, ist, was hat die Staatsanwaltschaft, was hat das BKA noch in der Hand, dass sie so sicher macht, dass sie einen richtigen Mann haben. Was aber gleichzeitig offensichtlich noch nicht genug ist, denn sonst wird es ja schon zur Anklage. Naja, Theorie. Meine Theorie als juristischer Laie. Mhm. Was, wenn sie genug in der Hand haben, um ihn für eine Entführung zu belangen, aber nicht für einen Mord oder einen Totschlag? Mhm.
Was wäre, es ist eine reine Theorie, ich habe keinerlei Beweise dafür, aber seine Theorie. Was wenn? Wenn also man ihn nur wegen einer Entführung anklagen könnte, die mutmaßlich nicht mit lebenslang endet, die man ihm auch erstmal nachweisen muss, aber eben kein Mord oder kein Totschlag. Vielleicht weil ja auch Maddys Leiche, wenn sie tatsächlich tot ist, nie gefunden wurde, keine obwohl da ja Beweise. Auch jede Menge Untersuchungen stattgefunden haben. Ganz klar ist, das sagt die Staatsanwaltschaft, es gibt keine forensischen Beweise. Also keine DNA, keine Kleidungsstücke, schon gar keine Leiche. Was es darüber hinaus sein kann, ist halt reine Spekulation. Was macht die so sicher? Was haben die da, das darauf hindeutet? Das kann alles Mögliche sein. Mhm. Wenn es aber gar keine DNA, keine Forensik und keine Leiche, wie kann man einen Mord überhaupt nachweisen? Gute Frage, es ist ein Indizienprozess. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Was ist Fotos oder Videos oder Nachrichten oder Aussagen von Zeugen, die wir noch gar nicht kennen? Kann ja auch sein, dass da noch Zeugen gibt, die ihn belasten, von denen wir aber nie gehört haben. Weil die Akteneinsicht liegt ja einzig und allein bei der Staatsanwaltschaft. Noch nicht einmal die Verteidigung von Christian Brückner darf diese Akten einsehen. Was auch schwierig zu verargumentieren ist nach fast 3 Jahren oder 3 Jahren jetzt. Wir wissen halt nicht noch, wer da nach vorne gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft ist ja auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie jetzt nachweisen kann, dass Christian Brückner am Tatabend in Praia da Luz, also unweit des Tatorts, eine halbe Stunde telefoniert hat. So gegen 19 Uhr und Maddy ist dann ja verschwunden, so rund um 21 Uhr. Also über die Handydaten eingeloggt, Sendemast. Die Handydaten wurden halt wurden aufgenommen und registriert und sind zum Glück auch nicht dann weggeschmissen worden irgendwann, sondern sie sind noch da. Mhm. Wer war hier eingeloggt und wer hat mit wem telefoniert? Und es ist dann gelungen, mit einer fisseligen kleinen Puzzlearbeit eine dieser Nummern Christian Brückner zuzuordnen. Es gibt also einen Zeugen, wer das ist, weiß ich nicht, der sagt, diese Nummer hat er damals benutzt. Mhm. So, er hat also eine halbe Stunde telefoniert. Es gibt eine zweite Nummer, die kann man sich auch noch auf der Website des BKA anschauen. Das ist die Nummer, mit der er telefoniert hat. Und man weiß bis heute nicht, wer das war. Diese Person wäre natürlich hochinteressant. Also worüber haben die an diesem Abend gesprochen? Ja. Und warum kommt diese Person, warum tritt ihn nicht vor? Warum sagt ihn, ich war das? Also es könnte sein, dass es Komplizen gab. Möglicherweise, Komplizen. Mhm. Oder Leute, mit denen er krumme Dinger gedreht hat, die sagt, da will ich gar nichts mit zu tun haben, da mische ich mich gar nicht ein. Mhm. Aber es sind halt noch eine ganze Reihe von losen Enden, die nicht klar sind. Ermittelt eigentlich nur noch die Staatsanwaltschaft jetzt hier in Braunschweig, in diesem weltweiten Fall, sondern oder kooperieren die mit Scotland Yard und mit den portugiesischen Behörden? Es ist davon aus, dass das BKA ermittelt. Scotland Yard ermittelt mutmaßlich auch weiter, wobei die vermutlich, die haben 30 Millionen Pfund ausgegeben für diese Ermittlung, Operation Grange, in den letzten wie viel haben wir jetzt, 16 Jahre? Die ja auch schon eingestellt waren und dann wieder aufgenommen dann wurden, auch wegen des Drucks der Öffentlichkeit. Und private Ermittler und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass bei Scotland Yard jetzt noch so viele Kartons rumstehen, die man nochmal durchgucken könnte, wo man nicht jeden einzelnen Fissel schon aufgegriffen hat. Aber die Tatsache, dass das BKA vor wenigen Wochen mit Fußballmannschaftsstärke nach Portugal fährt, um einen Stausee abzusuchen, deutet ja an, dass entweder es nochmal einen Hinweis gab, dem man noch nicht nachgegangen ist, oder dass sie möglicherweise in den alten Akten einen Hinweis gefunden haben, den damals nicht nachgegangen wurde. Also all das deutet an, dass irgendwas passiert. Ob das zu irgendwas führt, das ist jetzt bei der Absuche im Stausee, davon ist nicht auszugehen. Also dass da jetzt was der große Durchbruch bei rumgekommen ist, das würde ich mal ausschließen, bevor es eine öffentliche Erklärung dazu gibt, aber glaube ich nicht. Darum geht es aber manchmal auch gar nicht, dass man jetzt da noch Knochen findet oder Klamotten oder was auch immer. Sondern es geht halt darum, ein Puzzle zusammenzufügen. Und da war vielleicht auch wieder ein kleines Teilchen, das belegt, dass ein Auto, das gesucht wurde, an diesem Ort war. Und daraus lässt sich dann hinterher vielleicht irgendwann der Teppich einer Anklage weben. Wie aktiv sind die Eltern von Maddy noch dabei, die ja wirklich auch die Ermittlungsbehörden vor sich hergetrieben oder angetrieben haben, nie aufzugeben und die ja bis heute auch sagen, wir glauben, dass Maddy weiterhin lebt? Kate und Jerry McCann sind komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Sie betreiben immer noch diese offizielle Find Madeline-Campaign, also die Facebook-Seite. Und da werden auch noch, ich weiß nicht, ob immer noch private Ermittler bezahlt werden, aber darüber wurden halt viele Ermittlungen finanziert. Was sie tun, ist zu Geburtstagen und Jahrestagen und Neujahr kurze Nachrichten aussenden. Mhm. Wenn es große Nachrichtenlagen gibt, und da reden wir jetzt gerade von, vor 3 Jahren wurde bekannt, dass es einen Verdächtigen gibt, dann gibt es da auch eine kurze Nachricht, wo drin steht, wir freuen uns über alles, was vorangeht. Und solange es nicht bewiesen ist, glauben wir, dass unsere Tochter lebt. Das ist eigentlich immer das gleiche Wording. Ich habe mal ganz kurz Kontakt gehabt zu Jerry McCann in dieser Sache und habe ihm eine E-Mail geschrieben mit der ganz freundlichen Frage, ob er sich vorstellen könnte, mit mir zu reden.
Und er schrieb dann auch sehr freundlich, aber knapp zurück, dass sie ausschließlich mit der Presse reden, wenn die Polizei dazu rät. Und das tut die Polizei aktuell nicht, weil es nichts zu gewinnen gibt. Es gibt jetzt ich glaube, man kann keine Öffentlichkeit mehr herstellen, die noch nicht da war. Mhm. Wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass da im Mai 2007 ein Kind verschwunden ist und er zufällig vielleicht in der Nähe war, der muss hinterm Mond gewohnt haben. Was hättest du ihn gern gefragt? Das ist ganz schwer zu sagen. Mhm. Ich fände das sowieso ein sehr, sehr herausforderndes Interview. Ich meine, das sind Eltern, die haben ihr Kind verloren. Da müsste ich mir dann echt ausführlich Gedanken zu machen. Ich würde ihn einfach, also mich interessiert vor allen Dingen, wie sie heute damit umgehen und ob sie im Rückblick glauben, dass sie die richtigen Maßnahmen gewählt haben. Wobei das eigentlich auch schon wieder redundant ist, weil in dem Moment ist alles richtig, was Eltern tun. Also sie machen halt alles Menschenmögliche. Ich will mich gar nicht reinversetzen in diese Situation, wenn mein Kind da betroffen wäre. Dann ist einfach alles richtig. Jedes Interview und jeder Papstbesuch und jedes Foto und auch wenn Berge von Kritik über dich hereinprasseln und du ständig bezichtigt wirst, dass du daran beteiligt warst und so weiter, finde ich diese Ausdauer absolut bewundernswert und beachtenswert. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von vergleichbaren Fällen, wo dann einfach wo sich die Eltern komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Da muss jeder wissen, wie er damit umgeht. Aber ist natürlich auch so, wenn du so die Öffentlichkeit mitnimmst und so in der Öffentlichkeit bist, hast du eigentlich auch nie die Möglichkeit abzuschließen. Nein. Sofern man das überhaupt kann oder so. Aber natürlich bist du ja, wir sitzen heute hier zusammen, du bist ja ständig damit konfrontiert und du kannst nie... Aber diese Möglichkeit haben sie ja auch nicht, solange das Kind weg ist. Mhm. Selbst wenn es kein öffentlicher Fall wäre, keine öffentliche Ermittlung, wenn es im ganz kleinen Kreise passiert wäre, solange sie nicht wissen, was ihrem Kind passiert ist, können sie nicht abschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass... Aber vielleicht würde man irgendwann anfangen, es zu verdrängen, nicht vergessen natürlich, aber zu verdrängen, ich weiß nicht, und so ist es natürlich immer wieder da. Das ist ja, ohne Frage, das ist so, ja. Mhm. Ich hätte noch eine Frage, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil sie nämlich unter dem Video stand, beziehungsweise weil er das auch vorhin im Video gesagt hat. Und zwar, die Leute kamen auf meine Arbeit. Meint er damit Pressevertreter? Meint er Fernsehteams? Reporter. Er meint Reporter aus England? Mhm. Also ich weiß auch ganz konkret, wie er damit meint, aber das ist ein Kollege aus England, der da relativ skrupellos unterwegs ist und der, ich meine, wir reden ja von einem Zeugen. Mhm. Wir reden nicht von einem Tatverdächtigen. Und ein Zeugen, der über den man nicht viel weiß, außer dass er den Verdächtigen belastet, dann quasi mit einer langen Tüte abzuschießen, das Foto auf Seite 1 zu drucken und zu sagen, er glaubt, dass er schuldig ist, das zeugt schon von einem... Lange Tüte abschießen heißt mit großem Objektiv, sehr großem Objektiv ein Foto machen, genau. Fotografieren. Genau, das ist ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also das zeugt von einer enormen Skrupellosigkeit, weil man so solche Zeugen, die das nicht wollen, ja damit auch beschädigt möglicherweise. Genau, war konkret ein Kollege aus England. Also keine dunklen Hintermänner von Kinder... Nein. Wir reden hier nicht... Nein, ich weiß aus leidlicher Erfahrung, dass es rund um den Fall Maddie McCann eine unendliche Anzahl an Verschwörungstheorien gibt. Wirklich die abstrusesten Dinge. Und ich weiß, dass man sich vom Hundertsten ins Tausendste in diesem Rabbit Hole verrennen kann. Ich bin zu 1000% sicher, dass das alles Bullshit ist. Es ist alles vollkommener Unfug. Auch als plötzlich vor kurzem dieses Mädchen in Polen auftauchte, das dann sagte, ich bin Maddie McCann. Dass die dann eine solche mediale Aufmerksamkeit bekommt, ist halt vollkommen absurd. Ich kann mich daran erinnern. Wir haben, glaube ich, sogar selber über diese Sache gesprochen, weil wir das bei TikTok gefunden haben. Ich habe permanent gesagt, wir lassen die Finger davon. Da springen jetzt Leute an und diese Find-Madeleine-Kampagne, die werden dafür sorgen, dass das untersucht wird irgendwie. Und wenn es einen Hinweis gibt, irgendeinen, dann können wir anspringen. Aber bis dahin ist das nur... Eine junge Frau aus Polen, ganz offensichtlich mit großen psychischen Problemen. Völlig überraschend ist sie auch wieder komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Nachdem ihre Familie ja gesagt hat, die ist hier groß geworden und wir können es auch belegen und sie kann es auch belegen, aber sie zeigt halt die Papiere nicht, weil sie ganz offensichtlich wahnsinnig scharf auf Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt eine Stunde geredet nach diesem großen Interview, das du gemacht hast mit dem einzigen Zeugen. Letzte Frage zum Schluss. Glaubst du, dass dieses Verbrechen jemals aufgeklärt werden wird? Mit dem Glauben habe ich vor sehr langer Zeit aufgehört, was diesen Fall angeht. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es vor allen Dingen für die Eltern sehr. Allein schon, um Abschluss zu finden. Verbrechen aufgeklärt
Und da gibt es ja zwei Nuancen. Verbrechen aufgeklärt heißt, jemand wird dafür verurteilt, dem man dann das in Teilen nachweisen kann. Wenn derjenige das aber nicht zugibt und nicht sagt, was mit dem Kind passiert ist und man niemals die Überreste findet oder durch ein Geständnis erfährt, wo sie abgeblieben sind, ist halt die Frage, ist das für die Eltern jetzt wirklich der Abschluss? Und dass es so weit kommt, da habe ich relativ wenig Hoffnung. Dass es zu einem Prozess kommen könnte, ist denkbar. Dass es zu einer Verurteilung kommen könnte, ist auch denkbar. Es ist aktuell jetzt gerade, Stand jetzt nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, aber es ist denkbar. Dass in diesem Verfahren aber dann zweifelsfrei aufgeklärt wird, was mit dem Kind passiert ist, das halte ich leider Gottes aktuell für eher unwahrscheinlich. Ein kleines Kind vom Erdboden verschwunden und vielleicht wird man nie erfahren, was passiert ist. Du bist dran geblieben, du wirst auch weiter dranbleiben an diesem Fall und recherchieren. Vielen Dank, lieber Kai, dass du uns mitgenommen hast und auch ein bisschen hinter die Kulissen deiner Arbeit hast schauen lassen. Vielen Dank, Jan, dass du auch die Zuschauerfragen mitgenommen hast und vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse.